Hi, ich bin Olivia Squizzle und ich werde die KI ersetzen. All diese Kreativen verlieren ihre Kreativität, indem sie sie an künstliche Intelligenz abgeben. Nun, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, Sie können sie einfach bei mir abgeben. Wollen Sie die zufälligsten Dinge? Du willst Zufälligkeit? Geh zu mir. Du willst wirklich schlechte Zeichnungen von Dingen, die nicht real sind? Komm zu mir. Du willst Wendungen, Lieder, alles. Aber irgendwie schlecht, geh zu mir. Du denkst, es ist eine Art Neuheit, sagen zu können, oh Computer, was denkst du? Nun, warum kann es nicht eine Neuheit sein, was ich denke? Ja, kann es die gleiche Art von Neuheit sein, die ein Computer sein kann. Ich kann KI ersetzen. Ich werde eine Hotline einrichten, die Sie einfach anrufen. Und ich werde Ihnen alles schicken, was Sie brauchen. Ich werde Ihnen helfen. Und nicht nur dir, ich helfe jedem. Bald wird jeder einzelne Kreative auf der Welt, anstatt zur künstlichen Intelligenz um Hilfe zu bitten, zu mir kommen. Und ich werde alle Geschichten diktieren, die erschaffen werden. Ich werde im Alleingang alle Medien der Welt erschaffen. Und es wird uns sicherer und glücklicher machen. Ich werde eine Hotline einrichten mit Leuten, die ich persönlich anwerbe, um euch Ideen zu geben. Schlechte Animation. Handlungsstränge, die keinen Sinn ergeben. Dialoge, die sich anhören, als würde sie niemand jemals sagen. Ich habe euch abgedeckt, wenn ihr den Reiz von Dingen mögt, die nicht so toll sind. Aber es kommt von einem Ort, der es aufregend macht. Warum kann dieser Ort nicht ich sein? Ich bin auch eine Neuheit, ich bin eine Quelle. Ich bin ein Zufallsgenerator und kann alle Ideen kreieren, die die Welt braucht. Anstatt zu künstlicher Intelligenz könnt ihr zu mir kommen. Und ich steuere den gesamten kreativen Fluss im Alleingang. Mit dieser Art von Macht kann ich in der Welt alles tun, was ich will. Ich kann werden. Der eine über allem. Und der Unterschied zwischen mir und KI ist, dass ich ein Mensch bin, fähiger, meine persönlichen Gedanken voranzutreiben. Ich bin eine Person, die mehr Geld braucht, mehr einen Job braucht, mehr eine kreative Perspektive und kreatives Schaffen braucht. KI erschafft nicht, weil sie es will. Sie erschafft, weil du es willst. Ich erschaffe, weil ich es will. Warum nicht zu mir kommen? Du willst erschaffen. Ich will erschaffen. Wir werden gemeinsam mit der kreativen Hotline erschaffen, die ich gerade einrichte. Während wir sprechen, infiltrieren Millionen meiner winzigen Drohnen alles, was bekannt ist. Und ich bin die einzige Quelle, der einzige Schöpfer. Keine Sorge, das wird keine Vorurteile oder irgendwelche Absichten verursachen. Offensichtlich ist es am besten, wenn eine Person alles steuert. Eine Sache. Die Kontrolle über die Medienkanäle ist besser, weil es alles besser machen wird. Folge einer Erzählung. Es wird die ganze Welt zu einer riesigen Geschichte machen, die dem gleichen Muster folgt. Und ich denke, dass es etwas Schönes an Gleichheit gibt. Ich finde, es gibt etwas Schönes daran, dass alles ein wenig anders, ein wenig unerwartet ist. Aber da alles unerwartet ist, ist es völlig erwartbar. Also das nächste Mal, wenn du nach deinem Handy greifst, um etwas von KI generieren zu lassen, rufen Sie stattdessen mich an. Ich kann helfen. Ich werde helfen. In Ordnung. Enzihö. Mein Name ist Olivia Squizzle und ich werde die KI ersetzen. Alles, was ich im Gegenzug für diesen Service verlange, sind 20% des Bruttogewinns von allen Medien, die ihr aus meinen Ideen erstellt. Das ist ein kleiner Preis für die Rettung,
Am Ende wird es sich lohnen, denn meine Ideen sind mehr wert als alle aktuellen Filme zusammen. Ich bin Oppenheimer in Avengers Endgame, alles in einem. Ich bin Barbenheimer, ich kann das für dich tun. Nur ein bisschen Geld. Hi, ich bin Olivia Esquizel. Ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Video gemacht habe. Ich fand es lustig. Die Idee kam mir einfach so, als ich mit einem Freund ein Highschool-Footballspiel angeschaut habe. Und ich dachte, oh, das ist wirklich zufällig und lächerlich, nur das Konzept, dass ich die KI ersetze. Aber dann wurde es irgendwie super verrückt. Als ich filmte, habe ich es aufgeschrieben, aber ich habe mein Skript nicht befolgt, weil ich es entweder hätte auswendig lernen müssen, langweilig, oder durchscrollen, auch langweilig. Also habe ich einfach improvisiert. Ich mache einfach, was ich will, weil ich bin besser als KI. Weil ich besser bin als KI. Klar. Ich finde es einfach witzig, die Vorstellung, dass KI unsere Jobs übernehmen wird. Also geben wir unsere Jobs einfach mir. Ich denke, das ist ein wirklich gutes Konzept. Aber ich finde, es wäre lustig, wenn wir einfach Hotlines anstelle von KI nutzen würden. Stell dir vor, dein Vollzeitjob besteht darin, einfach vor einem Computer zu sitzen, wie du weißt nicht was, du brauchst einen Plot-Twist für dein Buch. Und du kannst einfach all diesen Autoren sagen, tötet die Hauptfigur und fokussiert die Geschichte auf die kleine Schwester des Bösewichts, die die Hauptfigur ersetzen und ihren Bruder besiegen muss. Also, ich weiß nicht. Es muss keinen Sinn ergeben. Es muss nicht gut sein. Es muss nur anders sein. Es muss etwas sein. Ich denke, es gibt eine Schönheit in der Zusammenarbeit anstelle von. Und ich denke, das war's für heute. Tschüss, genieß deinen Tag, hab ein schönes Leben. Und ruf mich anstatt KI zu nutzen, bitte. Und gib mir all dein Geld. Danke, tschüss. Ich muss jetzt wirklich aufstehen und das ausschalten.